Dann heiße ich erstmal alle herzlich willkommen, die jetzt am Freitagabend 16:45 Uhr noch zu unserer WMU-Session Zeit haben. Und ich freue mich ganz besonders, dass auch Rainer jetzt noch die Dreiviertelstunde Zeit hatte, die später zu beginnen. Rainer Bartel, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und aus persönlichen Gesprächen hatte ich mitbekommen, dass er sich Wissensmanagement, IT-Einsatz im Augenhöhe-Projekt auskennt, weil wir uns einfach mal unterhalten haben, das Augenhöhe-Projekt des Bitrix einsetzt und er Bitrix als Administrator sehr viel tätig ist. Und dadurch kam diese Idee für diese Session zustande, weil ich es spannend fand für alle Teilnehmer, auch mal so eine Alternative zum allgegenwärtigen SharePoint als Lösung für kleinere Unternehmen zu sehen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, Rainer, dass du heute da bist und uns mal den Wissensmanagement-IT-Ansatz im Augenhöhe-Projekt vorstellst, auf Basis bei dieser Bitrix-Plattform. Noch ein, zwei Sätze über mich, damit ihr wisst, wo ich herkomme und warum ich jetzt genau auch mit dieser Session hier unterwegs bin. Mein Credo ist, man kann Wissen nicht managen, aber man kann eine wissensfreundliche Umgebung schaffen, wo dann Wissensgärtner dafür sorgen, dass Pflanzen und Pflänzchen wachsen und gedeihen. Und für mich ist es für den Erfolg einer Wissensmanagement-Initiative gar nicht entscheidend, was für eine bestimmte IT-Lösung eingesetzt wird, sondern wie die Faktoren Mensch und Organisation eingebunden werden. Die Aufgaben vom Wissensmanagement sind in dem Fall dann die Optimierung von Rahmenbedingungen, die Entfernung von Hindernissen, damit der Wissensfluss seinen Weg finden kann. Gut, ja, ein kleines Einstieg. Enterprise Social Network ist kein Wissensmanagement-IT-System. Die digitale Zusammenarbeit, die man darüber abwickeln kann, die ist sehr viel mehr. Das ist zum einen die Plattform selber, das sind die Partizipation, die Kommunikation, die Vernetzung, Bestandteile der Unternehmenskultur, wie geht man miteinander um und natürlich auch Wissensmanagement. Der Fokus von Unternehmen ist nicht, dass jetzt Wissen gemanagt wird, sondern das ist ganz klipp und klar die Effizienz im Kerngeschäft. Es geht um konkrete Business-Herausforderungen, die man lösen will, also Ziele wie Zeit und Geld, Qualität, Flexibilität. Und was ich aus meinen Gesprächen mit Handwerkern und kleinen Unternehmen weiß, die wichtigsten Argumente für ein solches Social Network sind weniger E-Mails und weniger Suchen, weil man alle Sachen, die man braucht, an einem Platz zusammen hat. Und in diesem Spannungsfeld ist das Teilen von Wissen und der Erfahrungsaustausch eigentlich nur sowas wie ein Nebeneffekt der Zusammenarbeit, das Enterprise Social Network sozusagen als Katalysator und Treiber von Wissensmanagement. Das schafft die Voraussetzung, dass Wissensmanagement stattfinden kann. Und wenn wir als Wissensmanager auf einer solchen Plattform dann aktiv werden, können wir sozusagen den Turbolader einschalten, dass da noch mehr herauskommt. Große überfüllte Folie, ein Mindmap, warum Wissensmanagement und Zusammenarbeit so wichtig sind. Zwei wesentliche Punkte. Es ist nicht nur wichtig, was für das Unternehmen hier dabei rausschaut, was es damit erreichen kann, sondern auch, was habe ich als einzelner Mitarbeiter davon. Wenn diese Fragen müssen geklärt sein, um auch die Akzeptanz der Mitarbeiter auf die Reihe zu bekommen. Darunter der Block Nutzungsszenarien, den habe ich dann nochmal in groß herauskopiert. Gehen wir gleich weiter. Das ist sozusagen mehr fürs Protokoll, für die Unterlagen. Auf dieser Seite eine kurze Typisierung der Lösung für Wissensarbeit. Die Seite, diese Übersicht, habe ich von meinem Kollegen Jörg Dierbach aus dem Wissensarbeiterblock, sorry. Und es zeigt hier eine Vier-Felder-Struktur. In der linken Hälfte Information, Dokumente etc. In der rechten Hälfte die Zusammenarbeit, die Interaktion von Menschen. In der oberen Hälfte der strukturierte Teil, in der unteren Hälfte der unstrukturierte Teil. Und ganz rechts unten in der unstrukturierten Zusammenarbeit, genau dort in diesem Quadranten, finden sich die Enterprise Social Networks. All die anderen sind auch Systeme, die im Wissensmanagement eine Rolle spielen. Heute geht es um den Teil da unten. Und die Szenarien, die
in den Gesprächen mit Unternehmern immer besonders wichtig sind, die für die Geschäftsführung von besonderem Interesse sind, sind jetzt diese vier. Es gibt noch eine ganze Reihe weitere, aber die vier, die kommen eigentlich immer wieder auf der Liste der Top-Szenarien. Da ist einmal die Projektarbeit, die zentrale Arbeitsumgebung für Projektteams, die in so Projektgruppen arbeiten, das Management dieser Gruppen und die gemeinsame Arbeit an Dokumenten. Dann kommen auch schon Wissensmanagement bezogene Themen wie das Kompetenzmanagement, der Austausch mit Experten für die Mitarbeiterentwicklung oder ein Aufbau von Expertenpools, in denen man Kompetenzen suchen kann oder auch die Verfügbarkeit von Leuten finden kann. Wissenstransfer, zum einen zwischen Mitarbeitern als Teil des Lernens, der Personalentwicklung oder auch zwischen Projekten in Form von Austausch von Best Practices, Definition von guten Vorgehensweisen. Und ein ganz wichtiger Aspekt, der immer wieder ganz oben steht, ist das Onboarding neuer Mitarbeiter. Die können hier in dem Social Network einen Überblick über das Gesamtunternehmen finden, finden das ganze dokumentierte Wissen in Form von Handbüchern und Prozessen und können auch darüber gleich ihr eigenes Netzwerk aufbauen, indem sie sich mit Experten und Kontakten vernetzen und Ansprechpartner finden. Für Wissensinitiativen bei Kleinunternehmen oder mittleren, da läuft es ein bisschen anders ab wie bei Großunternehmen. Das ist dann weniger eine strategische Initiative, sondern da geht es eher darum, ein schlankes Wissensmanagement aufzubauen. Geld ist in der Regel nicht im Überfluss vorhanden, es muss günstig sein. Und meine Empfehlung ist da immer, ein schlankes Wissensmanagement aufbauen, mit durchaus mit Mut zur Lücke. Das Stichwort hier ist zukunftsorientiert. Man startet zu einem bestimmten Zeitpunkt und ab da wird es eingesetzt für Projekte und Aktivitäten, aber nicht zur Dokumentation der Vergangenheit. Und es ist auch viel wichtiger, die Experten miteinander zu vernetzen, statt mit einem großen Investment von Zeit und Geld Dokumente einzusammeln. Wissensmanagement mit Bordmitteln. Man kann mal schauen, welche Tools, welche eigenen Lösungen sind bereits im Einsatz, die man unternehmensweit ausrollen kann. Man fängt mit kleinen Pilotprojekten an, mit reduzierten Funktionen und nimmt dann weitere Projekte, Abteilungen und so weiter mit dazu. Für die Organisation, das ist sicherlich auch schon öfters genannt worden, Management hat eine Rolle als Sponsor und auch als Vorbildfunktion. Auch wenn man es billig machen will, ist es trotzdem notwendig, Budgets einzuplanen für Wissensmanagement in Form von Zeit und Geld. Und damit nicht, wenn man kein eigenes Team aufbauen kann, damit ist es wichtig, die Rollen und Verantwortlichkeiten hier auf möglichst viele Schultern zu verteilen. In die Projekte hinein oder Verantwortung für Fachthemen zum Beispiel. Ja, eine Übersicht, die ich aus einem ziemlich aktuellen Marktstudie habe, Übersicht und Trends 2017 von Hirschtech und der School for Communication and Management, die diverse Social Networks hier nach ihren Haupteignungszwecken untersuchen. Bitrix ist hier als Intranet-Suite aufgeführt, aufgrund des sehr breiten Funktionsumfangs, das weit über ein Social Intranet hinausgeht, weil sie auch Sachen wie Projektmanagement und CRM und ähnliche Dinge damit abbilden. Ja, was ist denn nun dieses Bitrix, diese SharePoint-Alternative? Es positioniert sich selbst als die zentrale Arbeitsplattform für das gesamte Unternehmen, also beinhaltet sehr viel mehr als nur in Anführungsstrichen das Wissensmanagement. Da geht es zum einen mal um die Kernaspekte, also das ist der Kern, in dem Bitrix herum entstanden ist, das ist die soziale Interaktion und Vernetzung. Es gibt Activity Streams, Kommentare, Likes, es gibt Mitarbeiterprofile, die man auch suchen kann und man kann direkt kommunizieren und interagieren im Gruppenchat, es gibt Videofunktionen und sogar Voice-over-IP-Telefonie. Die Zusammenarbeit in Projektgruppen erfolgt in Projektgruppen und in Communities. Dann gibt es noch sehr viele Funktionen aus dem Bereich Projektmanagement, wie Aufgaben, Kalender, für das Management dann Reporting und Zeiterfassung in bestimmten teureren Tarifen. Dann gibt es Funktionen wie Wiki etc. Und ein
sehr gutes Feature, was mir sehr an Bitrix gefällt, ist die sehr einfache Aufbau von Extranet-Funktionen, um zum Beispiel mit externen Partnern wie Freelancer, Kunden oder Projektpartnern zusammenzuarbeiten. Dann kommt natürlich dazu das Content Management. Es gibt ein Shared Drive, man kann die Dokumente online bearbeiten, es gibt Versionskontrolle, Volltextsuche und dann noch Freigabeprozesse und für die mobile Workforce natürlich Mobile Apps und auch für diejenigen, die offline arbeiten müssen, zum Beispiel auf der Baustelle oder ähnliches, dann Desktop Apps, mit denen man dann auch ohne Verbindung zur Cloud an Dokumenten arbeiten kann und bei der nächsten Verbindung dann wieder die Dokumente entsprechend hochladen kann. Weitere Funktionalitäten, da gehe ich jetzt nicht so drauf ein, von Workflow Engine für Arbeitsabläufe, es gibt CRM, Social Media Integration, also das ist wirklich ein, das kommt dem Ideal der eierlegenden Wollmilchsau schon ziemlich nahe. Und die Software Bitrix gibt es dann auch in verschiedenen Lösungen. Zum einen die Cloud-Version, die ist in einem Free-Tarif mit fast unbeschränkter Funktionsvielfalt gibt. Das Interessante ist, dass auch schon die freien Tarife mit einer unbegrenzten Nutzeranzahl werben. Da sind dann nur bestimmte Funktionen auf maximal 12 Kernnutzer beschränkt. Eine weitere Option ist die Private Cloud. Wenn man sich aus Sicherheitsgründen nicht der öffentlichen Cloud anvertrauen möchte, oder dann auch die Möglichkeit, die Software auf dem eigenen Server selbst zu hosten. Bitrix liefert dann den kompletten Quellcode offen, sodass man ihn selber anpassen und weiterentwickeln kann. Ja, jetzt noch ein Wort vorab zur Augenhöhe Community. Ich glaube, dazu muss man eigentlich nicht mehr viel erklären. Die Augenhöhe Community ist der Verein, der die Themen und Aktivitäten unterstützen will, die sich aus dem Erstellen der beiden Augenhöhe-Filme ergeben haben. Das sind ja viele Initiativen im ganzen deutschsprachigen Raum entstanden und die sollen hier durch die Augenhöhe-Community zentral unterstützt werden. Wenn ihr Interesse daran habt, Mitglied in der Community zu werden, dann könnt ihr auch direkt als Mitglied in das Bitrix einsteigen, das ich euch jetzt zeigen will. Weil das keine öffentliche Plattform ist, haben wir jetzt einen Kompromiss gewählt, dass ich euch einige Sachen dann über Screenshots zeigen werde und andere dann, die ich zum Teil selbst angelegt habe, dafür dann direkt vor Ort live dann zeigen werde. Ich habe versucht, mich mit den Kernteam-Mitgliedern, die ich auch schon seit einigen Jahren kenne, in der Augenhöhe-Community darüber zu unterhalten, was sind die Gründe für die Lösung. Und das hier ist eine Sammlung, die habe ich mir gedacht und wurde mir auch dann so bestätigt. Es ging eben ganz schlicht darum, das ist eine Lösung, die sehr umfassend ist, die viele Funktionalitäten bietet, was in dem Fall besonders praktisch war, weil es keine Überschneidung mit einer vorhandenen IT-Infrastruktur gab. Es gab ja für die Community noch keine und damit konnten die einen sehr großen Teil der Funktionalität hier direkt übernehmen, ohne das gegen Vorhandenes abgrenzen zu müssen. Klar, die Struktur des Social Networks mit seiner Projektgruppenstruktur passt hervorragend als gemeinsame Arbeitsplattform für die international, also im deutschsprachigen Raum verteilte Community. Und ein Zukunftsplan, der jetzt mittlerweile dann in die Tat umgesetzt oder begonnen wird, es in die Tat umzusetzen, dass diese Community sozusagen als Think Tank für die zentrale Erarbeitung und Konsolidierung von Augenhöhe-Themen fungiert, weil viele Initiativen entstehen, die alle an ähnlichen Themen arbeiten, die dann hier drüber über diese gemeinsame Plattform koordiniert werden. Und da ist dann auch die hier vorhandene Extranet-Option sehr wichtig, um eben auch externe Partner einfach anbinden zu können. So, dann gehen wir jetzt rüber in die Live-Demo. Ich share jetzt mal meinen Browser.
und bin jetzt auch direkt beim Einstieg auf der Startseite. Man sieht gleich das Hauptkriterium oder das Hauptdesignmerkmal der Activity Stream. Und hier ist es so, dass die aktuellsten Ergebnisse oben sind. Wenn ich hier reingehe und bin in meinem persönlichen Activity Stream, also das Auswahlmenü auf der linken Seite, dann sehe ich hier Nachrichten aus allen meinen Gruppen. Wenn ich jetzt in sehr vielen Gruppen bin, dann ist es hier ein sehr starker Fluss von Informationen und da kann es dann durchaus sein, dass wichtige Nachrichten, die hier nur an mich gerichtet werden, sehr schnell dann auch wieder nach unten verschwinden. Wenn man jetzt hier mal weiter runterblättert, sieht man hier andere Sachen, die aus anderen Gruppen stammen, die ich gestern oder vorgestern zum Beispiel angelegt habe. Wenn man dann in eine einzelne Gruppe reingeht, dann ist ebenfalls nochmal der gleiche Activity Stream dann enthalten und auch die Struktur auf der linken Seite ist dann für die jeweilige Projektgruppe wieder so gehalten. Ich kann hier zum Beispiel direkt neue Nachrichten schreiben, neue Aufgaben anlegen, Termine vereinbaren, Umfragen vereinbaren, Dokumente hochladen, was auch mehr. Das ist hier die zentrale Arbeitsumgebung. Was sehr schön ist an Bitrix, ist eigentlich für Administratoren gedacht, aber jeder Nutzer kann sich das auch anschauen. Das ist der Puls des Unternehmens, um auch mal zu sehen, welche Aktivitäten hier auf der Plattform laufen. Da ich erst seit kurzem hier auf der Plattform aktiv bin, bin ich jetzt im Ranking noch relativ weit hinten. In den letzten Tagen habe ich ja relativ viel gemacht. Aber man sieht sehr schön, zum einen den Zeitverlauf übers Jahr. Im Frühjahr war hier in der Community sehr viel Aktivität durch die Augenhöhe Premiere und das Augenhöhe Camp. Momentan ist es ein bisschen abgeflacht. Jetzt kann ich als Wissensmanager hier versuchen, in der Community auch wieder etwas mehr Aktivität reinzubringen, um die Nutzung und die Interaktion mit den Mitgliedern hier voranzubringen. Man sieht, dass zum Beispiel die mobile App sehr stark genutzt wird, weil die Leute ja auch viel unterwegs sind. Auf der anderen Seite die Aufgaben und Projekte so gut wie gar nicht genutzt werden, was ja auch mehr zum Unternehmen passt, wo Projektleiter, Vorgesetzte Aufgaben an Mitarbeiter zuteilen, Arbeitsaufträge. Hier für eine freiwillige Organisation passt es eigentlich nicht so gut und man kann aber durchaus auch hier auf diese Weise steuern. Man kann sehen, wie ist der Erledigungsstand und so weiter. Dazu schauen wir später nochmal kurz rein. Ja, hier auf der rechten Seite sind einige Sachen, die ich euch dann per Screenshots zeigen möchte, wie zum Beispiel Kalender oder die Unternehmensstruktur, weil man eben da dann auch in die Liste der Mitarbeiter kommen und da eben auch persönliche Daten drinstehen. Das wird nur mit einem anonymisierten Screenshot dann gemacht. Wenn wir jetzt hier in die Liste der Projektgruppen reingehen, sehe ich jetzt hier erstmal meine eigenen Gruppen, in denen ich drin bin. Bitrix FAQ habe ich extra angelegt, genauso wie die Demo Extranet Gruppe, die dann nach diesem Webinar dann auch wieder gelöscht werden kann oder für weitere Schulungszwecke dann genutzt werden kann. Man sieht hier schon in der Darstellung, dass die Extranet-Gruppen auch farblich abgehoben sind, um sie von den einfachen Gruppen für die internen Mitarbeiter zu unterscheiden. Alle Gruppen, da ist eine bedeutend größere Fülle, bedeutend längere Liste. Und da kann man dann, gibt es die Möglichkeiten, es gibt Gruppen, die sind offen, da kann man dann direkt einsteigen. Oder man kann den Antrag stellen auf Beitritt. Und dann wird vom Administrator oder dem Gruppenmoderator dann genehmigt, dass man in die Gruppe dazukommt. Also ich könnte hier auch dann einen Antrag stellen, in die Vorstandsgruppe reinzukommen. Da würde ich es wahrscheinlich dann nicht, das würde wahrscheinlich abgelehnt werden. Ja, wenn ich jetzt dann mal in die von mir angelegte Demo-Extranet-Gruppe reingehe, dann sieht man hier, auch wieder die Funktionsumfang, was in dieser Gruppe, in
dieser Projektgruppe alles möglich ist. Ich sehe wieder den Activity Stream, ich sehe den Shared Drive, Ordner mit Dokumenten und kann Aufgaben, die nur speziell diese Projektgruppe betreffen, zum Beispiel ein Projektteam, das an einem bestimmten Thema arbeitet. Ich kann den Teamkalender hier sehen, ich kann Fotos, Wikis oder alte allgemeine Listen sehen. Habe da schon mal zur Vorbereitung ein paar Dokumente angelegt. Hier zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, ganz einfach auch Umfragen zu erstellen, so wie man das zum Beispiel von einem Tool wie Doodle gewohnt ist, um Termine abzustimmen oder Vorschläge für das nächste Meeting zu sammeln, und kann auch diese dann entsprechend kommentieren. Ich habe hier, sieht man im Beispiel, den Dirk Liesch als externen Empfänger mal per Mail mit eingeladen. Das ist auch ein schönes Feature, dass ich auch Leute, die nicht auf der Plattform registriert sind, dann fallweise in Diskussionen, in den Austausch mit hereinholen kann. Die können dann teilnehmen per E-Mail-Antwort, und selbst wenn sie gar nicht für die Plattform registriert sind. Das ist eine ziemlich coole Sache, gefällt mir sehr gut. Und man hat hier dann natürlich auch alle Möglichkeiten, die man von sozialen Netzwerken kennt, indem man gefällt mir klickt oder dann auf die vorhandenen Kommentare antwortet. Ich habe hier auch noch ein Dokument hochgeladen, das dann sozusagen im Drive dieser Gruppe abgelegt wird. Das ist genau diese Studie, aus der ich vorher auch schon das Bitrix-Profil von Hirschtag und SCM zitiert hatte. Das kann man hier dann hochladen, und auch hier habe ich wieder mal eine externe Person, nämlich in dem Fall eine andere E-Mail-Adresse von mir, mit eingeladen und habe dann die E-Mail in meiner Mailbox gehabt, draufgeklickt, geantwortet, super, danke, und dann würde diese E-Mail auch als Kommentar dann unter dem Beitrag hier erscheinen. Ich finde das eine ziemlich runde Sache, und auch Leute, die dann lieber per E-Mail antworten oder die sich gar nicht auf solche Plattformen so richtig einlassen wollen, haben dann trotzdem die Möglichkeit, bei wichtigen Dingen trotzdem noch dabei zu sein. Ja, das nächste, was ich euch zeigen will, ist der Bereich Aufgaben. Da jetzt hier von mir noch keine Aufgaben angelegt sind, kommt jetzt hier, erinnert mich ein bisschen an die frühere Microsoft-Büroklammer, so ein kleines blaues Männchen, das einem dann immer Tipps und Hilfestellungen dazu gibt. Und wird dann zum Beispiel erklärt, dass man hier auch die Möglichkeit hat, Aufgaben miteinander zu verketten. Erst wenn die eine erledigt ist, beginnt automatisch die zweite, um das wie in einem Gantt-Chart dargestellt zu haben. Ich habe hier verschiedene Auswahlmöglichkeiten, Aufgaben, an denen ich arbeite, Aufgaben, die ich anderen erteilt habe oder die ich als Beobachter sehe und zum Beispiel auch kommentieren kann. Und wenn ich jetzt hier reingehe und sage, ich will eine neue Aufgabe machen, dann gibt es zum einen, man kann auf sich selber auf diese Weise Notiz an sich selbst zu erledigen, Webinar halten und kann sich selber als verantwortliche Person eintragen mit einer Frist bis Freitag 13. um 16 Uhr oder 16.45 Uhr und kann dann die Möglichkeit, diverse andere Felder hier noch mit reinzugehen. Also wenn ich jetzt nicht mich selber eintrage, sondern einen der Kernteam-Mitarbeiter, Mitglieder. Hier, man kann ein Projekt zuordnen, man kann einen Zeitaufwand angeben, das soll nicht länger wie eine Stunde dauern oder maximal 30 Minuten. Man kann an die Aufgabe erinnern, sozusagen einen automatischen Reminder an die Person. Man kann Teilaufgaben delegieren an andere Kollegen, die dann dem Bearbeiter der Hauptaufgabe bestimmte Sachen zuliefern müssen, und man kann abhängige Aufgaben vor- oder nachgelagerte definieren. Also eine ziemlich große, vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die alle. Ich werde das jetzt nicht abspeichern, sonst bekommt der arme Sven von mir hier einen Auftrag. Das lassen wir dann mal bleiben. Und die anderen Funktionalitäten, ja gut, Bitrix Drive, können wir nochmal schnell reinschauen. Das sieht man dann, so wie wenn man im Windows Explorer zum Beispiel ist, die Ordner, und zwar die Ordner der Gruppen,
bei denen ich mittlerweile Mitglied bin. Wenn ich als Admin einen größeren Überblick habe, dann würden auf der rechten Seite hier noch eine sehr viel längere Liste an insgesamt allen vorhandenen Gruppen existieren. Ich kann hier in die hochgeladenen Dateien zum Beispiel reinschauen. Dann sieht man, ich habe hier ein paar Bildchen hochgeladen und das eine Dokument, das vorher in dem Gruppenbeitrag erschienen ist, das sind die von mir hochgeladenen Dokumente. Die kann ich dann auch wiederverwenden, wenn ich sie in anderen Gruppen teilen will. Dann muss ich sie nicht mehrfach parallel hochladen. Dann gibt es noch ein Unternehmensdrive. Die Funktion ist hier, glaube ich, noch gar nicht genutzt. Das wäre jetzt zum Beispiel die Dokumente, die man außerhalb der Gruppen für alle ablegt. Da könnte zum Beispiel so Sachen wie in einem Unternehmen die Orga-Handbücher, Einführungsdokumente für neue Mitarbeiter etc. könnte hier abgelegt werden. Nur um mal zu zeigen, was für Erweiterungsmöglichkeiten es schon hier in der Cloud-Version gibt, gibt es hier die Möglichkeit Anwendung. Das funktioniert so ähnlich wie ein App Store. Diverse Apps, die man sich hier anzeigen kann, Sticky Notes oder die Integration mit dem Mailchimp-Mailer, was zum Beispiel hier Augenhöhe macht, um von da aus zum Beispiel Newsletter rauszuschicken und noch eine Vielzahl von anderen Apps, in die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte. In die Projektgruppen kann ich euch eigentlich jetzt nur eine, die ich für die Augenhöhe-Community angelegt habe, nämlich die Bitrix FAQ-Gruppe. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, was ich vorher gemeint habe. Auf so einer Struktur, das ist weit mehr als nur Wissensmanagement, aber Wissensmanagement-Aktivitäten können darauf natürlich wunderbar aufsetzen. Das habe ich jetzt in den letzten beiden Tagen angelegt und habe gesagt, hier ist eine Sammlung von Tipps und Tricks für das effizientere Arbeiten mit Bitrix. Hier können Kollegen Fragen stellen, ja, wie mache ich denn Folgendes, wo finde ich denn die Funktionalität X und Y, wie gehe ich mit sowas um? Dann kann ich das hier zentral beantworten, da muss es nicht per Mail laufen, sondern es wird ein Pool an Tipps und Tricks, die andere dann nutzen können, um besser und effizienter mit Bitrix zu arbeiten. So kann man durch die Hintertür Wissensmanagement-Aktivitäten damit reinbringen. Eine andere Funktion, die zum Beispiel einer der von mir betreuten Kunden gemacht hat, er kannte Wikis bis dahin nur aus Wikipedia, konnte sich aber gar nicht vorstellen, wo er mit seinem kleinen Handwerksbetrieb Wikis sinnvoll nutzen könnte. Und dann sind wir dazu gekommen, weil er sehr stark erweitern möchte, mit einem Grund, warum er jetzt so eine Plattform einführt. Hier kann man zum Beispiel in dem Wiki die Informationen für neue Mitarbeiter sammeln. Wo finde ich was? Wie richte ich den Drucker ein? Alles sowas. Und es wächst dann immer weiter mit jeder Frage, die aufkommt, kann man das hier als Wiki-Handbuch dann pflegen. Diese Idee hat ihn so begeistert, dass er jetzt sogar damit begonnen hat, die Seiten, für die Meeting-Organisation nicht mal eine Agenda per Mail rauszuschicken oder als Word-Dokument im Anhang, sondern eine Wiki-Seite mit zwei, drei Punkten als Vorschläge von Ihnen selbst, und die Meeting-Teilnehmer können dann die Wiki-Seiten erweitern mit ihren Punkten. Also der fährt jetzt richtig auf Wiki ab, obwohl er bis vor kurzem noch gar nicht wusste, was das eigentlich ist. So kann man dann die Bereitschaft der Mitarbeiter, die Möglichkeiten der Plattform zu nutzen, für Wissensmanagement-Zwecke auch entsprechend ausnutzen und unterstützen und voranbringen. Jetzt würde ich hier wieder aus der Seite rausgehen. Ich glaube, jeder, der in irgendeinem sozialen Netzwerk, sei es Facebook oder Xing oder ähnlichen, drin ist, wird sich da relativ intuitiv zurechtfinden. Die funktionieren alle nach ähnlichen Prinzipien. Das Einzige, was Bitrix aufgrund seiner Fülle an Funktionen etwas schwieriger macht, den Einstieg, speziell für unerfahrene Nutzer oder für Leute, die das nur gelegentlich nutzen, da wird es dann etwas schwierig. Da ist dann die Unterstützung eines Betreuers, zum Beispiel eines Business Management Gärtners, dann sehr hilfreich. Ja, dann gehe ich hier mal wieder
zurück zu meiner Präsentation, um mal die anderen Beispiele zu zeigen. Na, komm, jetzt, genau. Das ist jetzt eine Mobile App, ein Screenshot, den ich aus einem meiner Kunden Beatrixe habe. Und habe ich auf dem Tablet gemacht, um mal hier die ganze Fülle, die in dem Menü dann auch schon drin steht. All diese Funktionen sind auch in der mobilen App enthalten. Und durch die Drive-Funktionalitäten, das Shared Drive, das ich euch vorher gerade gezeigt habe, ist es so ähnlich wie ein lokaler Dropbox-Ordner. Man hat hier einen lokalen Drive, in dem die Dokumente aus seinen Projektteams enthalten sind. Und auf die Weise hat der zuvor schon zitierte Handwerker die Baupläne für die Installation dann mit bei sich auf der Baustelle und musste nicht ausdrucken oder mit dem Laptop mit dem Auto mit rumfahren. Also für die ist diese mobile App ein Segen und auch hier in der Augenhöhe-Community wird ja sehr viel auch mobil kommuniziert und speziell auch im Chat und über Kommentare dann interagiert. Jetzt sind wir hier in der Kalenderseite. Wie gesagt, das ist jetzt ein Screenshot, den ich auch ein bisschen anonymisiert habe, wer da wann Geburtstag hat zum Beispiel. Das Schöne ist, dass man hier alle Kalender auch aus seinen Gruppen hier in den eigenen persönlichen Kalender mit reinbringen kann und dann nach Bedarf an- und ausschalten kann. Ich kann hier zum Beispiel, sieht man es oben noch, mein Handykalender, den habe ich jetzt gerade deaktiviert, oder ich kann auch meine Aufgaben, momentan habe ich noch keine Aufgaben, darum taucht sie noch nicht auf, mit ihren jeweiligen Fälligkeitsterminen hier im Kalender mit drin haben. Und was Beatrix auch in der letzten Zeit noch stärker vorangebracht hat, ist die Möglichkeit zum Synchronisieren mit anderen Kalendern. Nicht nur den Google-Kalender, sondern auch Mac und iPhone, Android oder eben auch MS Outlook. Und bei einigen meiner Kunden, wieder 2015, war die Synchronisierung noch nicht so trivial und einfach gelöst, sodass wir uns dabei einigen entschieden haben, das noch nicht zu machen. Mittlerweile haben sie da erheblich aufgeholt und es ist deutlich einfacher. Und wenn man jetzt hier dann einen neuen Termin anlegen will, zum Beispiel, weil heute von 16 bis 17 Uhr, so wie angekündigt, das WMUG-Webinar ist, kann man dann auch noch eine Beschreibung hinzufügen, kann Gäste direkt für Termine einladen und hat noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel regelmäßige Termine einzugeben. Also all die Möglichkeiten, die man auch zum Beispiel vom Outlook oder anderen Kalender-Apps kennt, sind hier auch geboten. Und das ist eben das Schöne, dass man dann Termine, die in einem Projektkalender sind, dann auch zum Beispiel die Abwesenheiten der Mitarbeiter da eintragen kann, um auf diese Weise den gesamten Überblick über die Kollegen des Projektteams zu haben. Das ist jetzt ein Beispiel für die Unternehmensstruktur, das Organigramm. Auch jetzt wieder anonymisiert. Dieses Organigramm bietet von Beatrix eine ganze Reihe von vorimplementierten Funktionen, zum Beispiel die in den höheren Tarifen enthaltenen Workflows mit der Workflow Engine. Zum Beispiel wird durch die Hierarchie im Organigramm festgelegt, wer Genehmigungen für Anträge erteilen muss oder an wen sie dann nochmal zur Gegenzeichnung weitergeleitet werden. Was ich jetzt noch nicht so ganz gefunden habe, wie hier selbstorganisierte Prozesse dann eingetragen werden, weil das ja doch eher sehr stark auf die hierarchischen Strukturen dann abstellt. Aber wer in einem normalen Unternehmen das hat oder dann zum Beispiel andere Abteilungen dann voneinander abgrenzen will, welcher Kollege wo arbeitet, lassen sich darüber zum Beispiel auch dann Zugriffsberechtigungen einrichten. Was haben wir sonst noch? CRM. Hier nur kurz zur Kenntnisnahme, da das CRM hier nicht genutzt wird. Das ist eine Demo-Ansicht, damit derjenige, der zum ersten Mal hier Daten eingibt, sich mal vorstellen kann, was hier alles so möglich ist. Und wo siehst du jetzt persönlich so den Vorteil, dieses System für das Augenhöhe-Projekt wirklich einzusetzen? Also was sind so die Vorteile, die dafür sprechen, dass man jetzt gesagt hat, okay, Augenhöhe ist sowieso das meiste offen, da könnte man ja auch hier freie soziale Netzwerke nehmen. Was spricht denn dafür, sich dann trotzdem für so ein, ich sag mal, so eine SharePoint-Alternative wie Beatrix zu entscheiden?
Also ich glaube zum einen, dass der freie Tarif, der am Anfang wahrscheinlich gewählt wurde, weil er frei ist, weil eine Freiwilligenorganisation ja auch keine Budgets hat oder nur sehr knappe Mittel hat und mit denen sehr gut haushalten muss. Und dass das Einrichten eines neuen Bittrex-Systems, wenn man mal auf die Bittrex-Webseite geht und klickt drauf, neues Bittrex anlegen, ist man eigentlich nach ein paar Minuten fertig, kann Leute einladen und loslegen. Es geht wirklich so einfach. Wer allerdings noch nicht mit solchen Systemen gearbeitet hat, hat es dann als Admin gleich doppelt schwer, weil er ja bestimmte Vorgaben machen kann. Und das ist jetzt zum Beispiel eben auch etwas, was ich dann meinen Kunden anbiete und sage, okay, ich habe jetzt schon einige eingerichtet, ich kann euch ein paar Tipps geben, damit ihr nicht alle in die gleichen Fettnäpfchen treten müsst und es dann nachher nachbessern müsst, und helfe euch da, eine gewisse Grundstruktur, eine Grundkonfiguration aufzusetzen. Das Zweite wird dann, nehme ich mal an, gewesen sein, eben diese All-Inclusive-Aspekt von Bittrex, weil damit auch die Auswahl von einem CRM-System, von einem Newsletter-System oder von Aufsätzen diverser Gruppen für unterschiedliche Projekte und Initiativen alles schon über diese eine zentrale Plattform abgebildet werden kann. Und der Upgrade auf den kostenpflichtigen Tarif, der dann auch die Extranet-Optionen bietet, eben, wie gesagt, dann darüber, um eben auch leichter und einfacher externe Partner damit einbinden zu können. Das sind für mich, so wie ich Bittrex kenne, auch die Hauptgründe, die für wahrscheinlich auch bei Augenhöhe dann ganz zentral im Mittelpunkt standen. Gut, mir war ja damals schon, wo du es mir vor etlicher Zeit erklärt hast, die große Ähnlichkeit zum SharePoint aufgefallen. Was mich damals fasziniert hat, noch für kleinere Unternehmen, ist der Bereich, dass wirklich ein CRM-System mit drin ist. Ich kenne das ja selber. Das ist immer eine der großen Herausforderungen, wenn man wirklich ein kleines Unternehmen oder einen Handwerksbetrieb hat. Wie bildet man sein CRM ab? Wir haben uns im Vorfeld unterhalten, bei Augenhöhe wird es jetzt ja noch nicht eingesetzt, aber wie würdest du das vom Nutzen her für die kleineren Unternehmen sehen? Also wenn das jetzt tatsächlich so ein Handwerker oder so ein 10-Mann-Unternehmen einsetzt. Also bei Augenhöhe wird es eingesetzt. Mhm. Da hier sind zum Beispiel dann die Adressen hinterlegt, auf die dann der Mailchimp-Newsletter-Versand dann aufsetzt. Mein kleiner, zuvor schon zitierter Handwerker mit seinen knapp 10 Mitarbeitern hat hier die Kundenadressen eingetragen, um darüber den Serienbriefversand der Weihnachtspost zu erledigen. Das war sein erster Business Case dafür. Und wird auch dann immer mehr darüber eingehen, auch darüber Angebote zu verschicken. Es gibt sogar die Option, darüber Rechnungen zu erstellen. Also ein generelles Vorsicht in puncto Bittrex. Bittrex bietet einen sehr großen Funktionsumfang, aber manche dieser Funktionen sind vergleichsweise rudimentär implementiert. Zum Beispiel beim Wiki. Das ist, wenn man auf einer Wiki-Seite den Namen ändert, dann hat man einen broken link, weil er nicht automatisch auf den verlinkten Seiten nachgezogen wird. Also da muss man aufpassen. Die Rechnungsfunktion ist auch schön. Wer noch gar nichts Vergleichbares hat, sagt, super, kann man hierüber wunderbar erledigen. Wer aber bestimmte Anforderungen hat oder grafische Gestaltung oder ähnliches hat, wird dann merken, dass eben doch nicht alles damit möglich ist, weil es eben oder dass es relativ schwierig ist, dann das entsprechend einzubinden. Man kann vieles damit anstellen, aber vielleicht besser, wenn man nicht allzu viele konkrete Vorgaben schon hat, sondern sich die gebotene Version dann nehmen kann. Für Kleinunternehmen ist es vielleicht besonders interessant deshalb, weil die Cloud-Lösung viele Folgethemen schon mal gleich mit abdeckt, die beim selbst gehosteten System dann noch mit dazukommen. Thema Sicherheit etc. Ein anderer Kunde, bei dem war es so, bei dem hat die Firmen-IT aus dem Laptop des Unternehmers bestanden. Da gab es noch nicht mal eine externe Festplatte zur Datensicherung. Für den ist natürlich die Verlagerung von wichtigen Dokumenten in die Cloud ja auch gleich erstmal eine Möglichkeit, dass alle Mitarbeiter darauf zugreifen können, was davor gar nicht möglich war.
und auch die Backup-Aspekte. Wenn der Laptop nämlich abhanden kommt, hat er sehr große Probleme. Und das bietet eben hier die Möglichkeit, nach und nach alles Neue, was neu entsteht, dann eben da hochzuladen, um dann nach und nach immer mehr auf diese Plattform zu ziehen. Du hast jetzt gerade ein Thema Sicherheit angesprochen und du kennst ja auch mein Thema so mit Datenschutz, Datensicherheit. Hier, wo stehen denn die Server für die Bitrix-Kunden, also die jetzt die Cloud nutzen? Das hatte ich vorher sogar, zumindest auf der Seite ist es schon erwähnt, für die Domains mit der Endung DE für Deutschland oder EU, da stehen die Server tatsächlich in Deutschland und nicht, wie man vielleicht meinen könnte, weil Bitrix ja eigentlich ein russisches Unternehmen ist, irgendwo im Ostblock. Und für Private Cloud, da stehen die Server, das wird dann zum Beispiel über Bitrix Partner abgewickelt, Dienstleister, die dann eigene Server haben, um diese Private Cloud für einen Kunden dann zu hosten. Damit bieten die Private Cloud auch schon bessere Anpassungs- und Customizing-Möglichkeiten. Self-hosted, klar, da kann man für relativ teures Geld dann die Lösung bei sich am eigenen Host haben, bekommt aber mit offenem Quellcode geliefert, um damit die Programmierer oder andere Dienstleister dann Anpassungen vornehmen können oder Weiterentwicklung. Ich schalte mal die Frau Oswald laut, damit sie die Frage selber stellen kann. Die habe ich gerade entdeckt. Gut. Okay. Hallo? Ja. Ist die Suchfunktion genau dieselbe wie bei SharePoint auch? Heißt das, wenn ich zu einem Thema was suche, gebe ich ein Stichwort, ein Schlagwort ein und dann sucht das System in der gesamten Plattform und zeigt mir die Treffer an? Ja, genau so ist es. Ich habe jetzt nochmal schnell umgeschaltet auf den Bitrix-Screen, also Eingangsmenü von Augenhöhe 24. Da gibt es oben ein zentrales Suchfeld, suchen Sie nach Mitarbeitern, Dateien oder Sonstiges. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel E-Mail eingebe, jetzt taucht zum Beispiel ein Beitrag auf, den ich in die FAQ-Liste eingestellt habe. Deshalb weiß ich ja, dass der jetzt da auftaucht. Kommunikation per E-Mail aus Bitrix. Wenn ein Kollege jetzt zu einem Stichwort, ich gebe jetzt zum Beispiel mal Augenhöhe macht Schule, gebe das Stichwort Schule ein, dann kommen andere Beiträge von Kollegen, die sich zum Thema Schule unterhalten haben. Mir wird aber nur das angezeigt, auf das ich auch zugriffsberechtigt bin. Wenn sich jetzt zu dem Thema E-Mail eine Diskussion in der Vorstandsgruppe ergibt, dann wird mir die hier nicht angezeigt. Nur die, auf die ich zugriffsberechtigt bin. Ich kann also nirgendwo nachfragen, wo ich halt nicht zugriffsberechtigt bin. Also ich kann suchen danach, dann sehe ich aber nur das, was ich Stand jetzt auch sehen darf. Oder ich spreche einfach die Kollegen an, die ich zum Beispiel bei dem Stichwort, um jetzt bei dem Beispiel Schule zu bleiben, finde und sagen, hey, wer von euch kann mir denn dazu was sagen? Und dann können weitere in die Diskussion eingeladen werden oder können kommentieren und mir dann weitere Dokumente zeigen. Okay, und Dokumente und aber auch Literatur kann ich in den Drives ablegen, je nachdem, für wen zugänglich. Also es sind Dokumente, die dann auch direkt im Drive, das war jetzt ein Punkt, den hatte ich jetzt in der Hektik übersehen zu zeigen, auch direkt online über Google Docs bzw. über Office 365 online editiert werden können und damit auch parallel bearbeitet werden können. Okay, vielen Dank. Und eine andere Möglichkeit zu suchen ist, wenn mein Activity Stream relativ voll ist, weil in vielen Gruppen, in denen ich bin, wilde Aktivitäten laufen, kann ich hier, anstatt mir alle anzeigen zu lassen, auch Filter einsetzen, kann nach Daten, nach Personen filtern, meine eigenen Aktivitäten filtern oder besondere gemerkte Lesezeichen mir anzeigen lassen, dass ich die wichtigsten dann wieder beisammen habe. Das ist gerade bei größeren Unternehmen mit viel Aktivität eine sehr wichtige Option. Bei kleineren Unternehmen behält man trotzdem einen Überblick. Okay, vielen Dank. Ja, bitte.
Ich habe noch eine letzte Frage dann so zum Abschluss, wenn wir uns auf dem Ende jetzt nähern. Wenn du jetzt Wünsche äußern könntest, was ich denn noch verbessern sollte in der nächsten Zeit an dieser Bitrix-Lösung selber, was wären das denn für Sachen? Also Bitrix macht es sehr einfach, neue Gruppen anzulegen. Und wenn Leute da sehr aktiv mitmachen, wird die gesamte Gruppenliste ziemlich lang. Da würde ich mir wünschen, dass man Gruppen in Untergruppen sortieren und strukturieren kann, dass man zum Beispiel für Kunde A Projekt 1, 2, 3 und 4 als Untergruppen hat und die nicht in einer flachen, langen Liste untereinander stehen hat. Bei den Kunden, die ich bisher betreut habe, haben wir dann das dadurch kompensiert, dass wir Namensstrukturen vergeben haben, dass die Gruppen, die zusammengehören, wenigstens in der Liste nebeneinander stehen. Aber das ist mehr eine Hilfskrücke, keine tatsächliche Lösung. Was mir sehr gut gefallen würde, wie man es auch von Facebook oder Twitter zum Beispiel kennt, ist, dass man bestimmte Beiträge oben an die Gruppe anheften kann, damit sie für den, der in die Gruppe reinkommt, immer sichtbar sind. Zum Beispiel eine Gruppe Onboarding neuer Mitarbeiter, dass man dann hier gleich willkommen, hier gibt es Folgendes, wie so eine Art Inhaltsangabe als Führer dann ablegen kann oder in der Gruppe wichtige Sachen, die dann nicht so schnell im Activity Stream verschwinden sollen, für ein paar Tage halt eben oben festgehangen werden. Also so ähnlich wie die Sticky Notes beim WordPress, ne? Ich weiß nicht, ob du WordPress kennst, wo man auch sagen kann, okay, diese Beiträge bleiben immer ganz oben. Bis sie dann in den neuen abgelöst werden oder bis man sagt, gut, das ist jetzt nicht mehr wichtig, dann wird wieder der normale Activity Stream mit den aktualisierten nach oben. Was mir auch noch gut gefallen würde, was ich von anderen alternativen Lösungen kenne, wie zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein CommuNote, das können aber auch andere, die das bieten, dass man eben nicht nur, man kann hier, das hatte ich vorher auch noch nicht angedeutet, sowohl die Gruppen als auch Beiträge in den Gruppen mit Tags versehen. Das gehört zum Beispiel zum Thema Kunde A oder das gehört zum Thema Social Media Integration. Das ist zum einen gut für die Suche, weil die Sachen, die getaggt sind, in der Suche auch als besonders relevant angezeigt werden. Und dann würde ich mir wünschen, dass man zum Beispiel nicht nur Gruppen folgen kann, sondern auch Mitarbeitern, zum Beispiel Experten, so à la Twitter, ich folge dieser oder jeder Person. Oder dass man Tags, Schlagworten folgen kann. Mich interessiert alles, was zu Arbeit 4.0 oder zum Thema Augenhöhe in der Schule passiert, dass man dann da auch einen eigenen Activity Stream für dieses Thema dann bekommt. Das fehlt mir noch sehr. Derzeit muss man das über Gruppen abbilden, was aber bei Matrix-Themen, die also Sachthemen, die in allen Projekten abspielen, wird es dann ein bisschen schwierig, in welche Gruppe packe ich es rein. Da könnte das eine Hilfe sein, um diesen Konflikt zu lösen. Gut. Dann bedanke ich mich vielmals. Ich sehe auch keine weiteren Fragen mehr dazu, dass du Zeit hattest für diesen interessanten Vortrag. Ich fand es hochspannend, eben tatsächlich diese Alternative zum SharePoint mit in der Live-Session zu zeigen, weil das sonst gar nicht so bekannt ist, dass es in dieser Art Alternativen gibt. Und deswegen freue ich mich, dass du das übernehmen konntest. Ja, danke erstmal. Ich kann auch jedem nur empfehlen, geht, wenn ihr dann Interesse daran habt, geht auf die Seite, richtet für euch selber eins ein als Spielplattform und dann schaut mal rein, wie es funktioniert. Dann könnt ihr einen Kollegen oder Partner einladen und schon damit zusammen diese Funktionalitäten dann gemeinsam erarbeiten. Ja, vielen Dank euch und wenn ihr noch Fragen habt zu Bitrix, zu Social Networks, könnt ihr sie mir gerne stellen, entweder über die Xing-Gruppe, über den MOOC, wo auch immer ihr mich findet. Vielen Dank und schönes Wochenende.